Wie schreibt man diese Wörter? Riese, binden, Biene, schieben. Mit I oder IE? Ich zeige dir einen Trick. Riese. Spreche und schreibe in Silben. Riese. Schreibe ich IE oder I in die erste Silbe? Wir schreiben IE, wenn in der ersten Silbe kein weiterer Buchstabe folgt. In der ersten Silbe steht das R und das IE. Es kommt kein weiterer Buchstabe in der ersten Silbe, deshalb das IE. Ich zeige dir ein zweites Beispiel. Bienen. Spreche und schreibe in Silben. Bienen. I oder IE? Wir schreiben IE, wenn in der ersten Silbe kein weiterer Buchstabe kommt. Auch hier bei Bienen ist in der ersten Silbe nach dem B das I ein IE. Jetzt gibt es weitere Beispiele. Binden. Spreche und schreibe in Silben. Binden. Hier siehst du in der ersten Silbe, dass nach der Lücke für das I oder das IE ein anderer Buchstabe folgt, das N. Wir schreiben ein I, wenn in der ersten Silbe ein weiterer Buchstabe folgt. Ich setze also ein I ein, weil in der ersten Silbe kommt nach dem I noch das N. Bevor du im Spracharbeitsheft die Seite 33 bearbeitest, zeige ich dir noch ein paar Beispiele. Wir überlegen gemeinsam. Die Wiese. Wiese. Die erste Silbe höre ich das W und ein I. Ich schreibe ein IE, weil nach dem I kein weiterer Buchstabe kommt. Gießen. Gießen. Auch hier folgt in der ersten Silbe nach dem G und dem I kein weiterer Buchstabe.
Das G und das IE sind in der ersten Silbe. Rinde. Die erste Silbe Rin und die zweite Silbe De. Ich brauche ein I, weil nach dem I in der ersten Silbe folgt noch das N. Deshalb passt hier ein I, weil nach dem I das N kommt. Trinken. Trinken. In der ersten Silbe ist nach dem IE oder nach dem I das N. Das heißt, ich brauche natürlich das I. In der ersten Silbe kommt das I und dann das N. Trinken. Schieben. Linde. Kriechen. Diese drei Wörter machen wir jetzt noch zusammen. Schieben. In der ersten Silbe steht das Sch, eine Lücke für das I, und dann kommt schon die zweite Silbe. Das heißt, nach dem IE folgt kein weiterer Buchstabe in der ersten Silbe. Deshalb stimmt das IE an dieser Stelle. Linde, ein schöner großer Laubbaum. Linde. Die erste Silbe, das L, die Lücke für das I oder das IE und ein N. Weil eben nach der Lücke in der ersten Silbe das N noch in der ersten Silbe ist, schreibe ich ein I. Das letzte Wort. Kriechen. In der ersten Silbe folgt nach der Lücke für das I oder das IE kein weiterer Buchstabe. Die erste Silbe ist also mit dem IE zu Ende. Deshalb passt das IE. Nun kannst du ganz leicht die Seite 33 im Spracharbeitsheft verstehen und bearbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und gutes Gelingen. Bis bald! Für die Seite 34 im Spracharbeitsheft schaust du bitte noch die folgenden Erklärungen an. Hier auf der Seite 34 geht es nämlich um Wörter, die aus einer Silbe bestehen. Zum Beispiel das Wort Sieb. Hier kannst du den Trick, den du auf der Seite 33 geübt hast, nicht so richtig umsetzen. Du brauchst einen weiteren Trick. Und zwar machst du jetzt aus dem Wort Sieb die Mehrzahlform. Das Wort Sieb besteht aus einer Silbe. Ich bilde die Mehrzahl. Ich verlängere also das Wort. Siebe. Zwei Siebe hast du ja auch gerade kurz gesehen. Und jetzt kann ich wieder
den Trick anwenden. In der ersten Silbe kommt nach dem S die Lücke für das I oder das IE und kein weiterer Buchstabe. Das heißt, ich brauche wieder das IE. Dann weiß ich also, dass man auch das Wort Sieb mit IE schreibt. Ein nächstes Beispiel. Wind. Ein einsilbiges Wort. I oder IE? Wir bilden wieder die Mehrzahl. Winde. Du siehst sofort, nach der Lücke für das I oder das IE folgt ein weiterer Buchstabe, das N. Ich setze also daher das I ein. Genauso wie in dem Mehrzahlwort hat auch das Wort Wind in der Einzahl das gleiche I. Ich habe es also mit der Verlängerungsprobe kontrolliert. Spiel. Kann ich einmal klatschen? Eine Silbe. Ich verlängere. Spiele. Sehe, aha, nach der Lücke für das I oder das IE ist die erste Silbe zu Ende. Das heißt, ich setze das IE ein. Und genauso wie das Wort in der Mehrzahl ist auch das Wort Spiel in der Einzahl mit einem IE. Schau mal, das ist ein Turm. Der ist ziemlich schief. Ich verlängere und sage schiefer Turm. Jetzt habe ich aus dem schief ein zweisilbiges Wort gemacht, schiefer. Ich sehe, in der ersten Silbe ist nach der Lücke für das I oder das IE die erste Silbe fertig. Das heißt, ich brauche wieder ein IE. Und genau wie in dem Wort schiefer schreibt man auch das einsilbige Wort schief mit einem IE. So, diese und weitere Beispiele findest du auf der Seite 34 in deinem Spracharbeitsheft. Jetzt ist es an der Zeit, diese Seite 34 zu bearbeiten. Mit Aufgabe 1 oder ganz oben vor der Aufgabe 1 kommen dann noch zwei weitere Wörter wie Dieb und Bild. Da erklärt man es dir noch einmal. Und dann in der Aufgabe 1 ist der Stier, der schiefe Turm, der Wind, das Dieb, das Schild und das Spiel, das du zuerst in der zweisilbigen Form schreiben sollst und dann kannst du eben das Wort Stier in der einsilbigen Form richtig aufschreiben. Denke bitte auch am Schluss daran, die Aufgabe 3 zu bearbeiten. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Bis bald!